meine neuen Hello. Teile vom Evo 2 Kids in dir kommen. Also ein paar Teile. Erstmal hallo zu einem neuen YouTube-Video. Nein! Ich glaube, das sind die Seitenbeplankungen, ja, die drankommen. Und dann haben wir hier, glaube ich, noch hinterer Radkasten. Hinten. Oder hier kommt dann der hintere. Schaut aus wie ein Heckspoiler. Nein. Wird auf jeden Fall geil. Also es sind leider noch nicht alle Teile gekommen, aber schon mal ein paar. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt einmal schon bei... Was ist hier noch? Spoiler? Nee, nee, das ist irgendwas ziemlich Schweres. Da weiß ich... Unterkante vom Spoiler? Nee. Pack mal aus. Aber so das Finish, also die Oberfläche ist echt gut, ne? Genau. Trotz GFK. War aber auch. Rate mal mit Rosenthal. Ja, ich überlege gerade, für was das. Das muss ich echt sagen, ich habe keine Ahnung. Irgendwas unten am Schweller? Weil Stoßstange ist Quatsch, Eckstoßstange ist Quatsch. Spoiler ist Quatsch. Hatte der noch so eine riesengroße Abrisskante um meinen Spoiler? Auf jeden Fall sind das die ersten Teile, die gekommen sind. Von der Qualität her bin ich eigentlich zufrieden. Tippitoppi. Schwer sind sie. Auto wird langsamer als vorher. Schaut schneller aus, ist aber langsamer. Also schwer sind die Teile wirklich, aber qualitativ tippitoppi. Wenn wir jetzt gerade einmal beim Mercedes sind, würde ich sagen, wir messen heute gleich mal die Zeiten von unserem C63, bevor das dann losgeht mit dem Motorumbau. Ich weiß gar nicht, hast du jetzt schon mal geguckt, was die originalen C63, original haben die ja 510 PS, die C63S. Also es ist immer abhängig von Karosserievariante, von Radreifenkombination, ja, Außentemperatur. Ja, und original haben sie ja 510 PS. Die C63S und 700 Newtonmeter. Unsere hat jetzt, den hat man auf dem Prüfstand, der soll jetzt 650 PS und 800 Newtonmeter haben. Gemacht haben wir ja nichts weiter eigentlich bis jetzt, außer die Software. Also Downpipe hat er bekommen. Auspuffanlage, Abgasanlage ist original geblieben. Luftfilter sind anders, wir können auch gerne nochmal vorne reinschauen. Übrigens, danke für das schöne Feedback zu der Folie. Ich finde sie auch echt geil. Und ja, ich glaube auch, also meine Meinung ist natürlich, sonst wäre er ja rot, blau oder grün gewesen. Sonst wäre er leuchtgelb geworden. Ja, Lisa wollte leuchtgelb. Ich bin kein Fan von solchen Bonbonfarben. Ich finde so Understatement eher besser, ja. Aber gut, egal. Hier haben wir den wunderschönen V8 Biturbo. Wir haben ja noch eine Carbonansaugung von Eventuri. Jetzt ist noch Plastikansaugung drin, die werden wir dann aber erst einbauen, wenn der Motor dann komplett gemacht ist, weil jetzt wäre ja Quatsch. Und was hast du jetzt gesagt, was die in den Messgruppen gemessen hatten, was die original machen? Also original mit 510 PS? Zwischen 6,2 und 7,5 teilweise schlechte, also ja, irgendwie sowas. Also um original. Das nee, original waren es 8,5 bis 8,9. Ja, ich habe gerade. Und gemacht so zwischen 6,2, 6,3 bis 7,5 ungefähr, je nachdem, wie gesagt, was wieder Radreifen ist und wie warm draußen halt. Ne? Also ja, wir haben jetzt aktuell, glaube ich, 15. Drinne, wie viel Sprit ist im Tank, also es zählen schon ein paar Faktoren rein, deswegen ist es wahrscheinlich auch immer mal unterschiedlich, was da für Zeiten rauskommen. Wir messen übrigens mit der PGR P600. Die könnt ihr einfach mit eurem Telefon verknüpfen, da gibt es so eine App dafür und da könnt ihr 0,100, 100, 200 oder für manche Rennstrecke ist die auch gemacht, also da könnt ihr eure Zeiten messen. Ja, würde ich sagen, quatschen wir nicht lang rum und trinken gleich mal eine Runde mit dem guten Stück. Gleich mal den Motorhaube zu. Sieht auch viel geiler aus ohne Kennzeichen. Wir sagen, du fährst mal raus, oder? Ja. So, und fahren du dann, du fährst dann, oder? Fahr. Ja, messen tue ich auf jeden Fall. Ja. So, wir sitzen jetzt im Auto und werden, denke ich mal, jetzt auch gleich anfangen mit Messen. Wir sind jetzt 2 Minuten, 3 Minuten unterwegs, also Öl hat gerade zu 30 Grad
Genau, dem geben wir jetzt nochmal 10 Minuten, Viertelstunde, fahren wir Motor und Getriebe richtig schön warm. Und die Reifen, ganz wichtig, weil wir fahren ja gerade Toyo R888R. Das ist eine Art Semi für die Straße. Ja, und der funktioniert auch nur richtig gut erst, wenn er schön warm ist. Beziehungsweise richtig heiß eigentlich, ne? So ab 50 Grad, 60 Grad machen die Reifen Spaß. Gibt es beim Messen irgendwas, was man beachten muss? Weil viele messen ja, glaube ich, immer auch mit unterschiedlichen Geräten. Und dann kommt es, glaube ich, noch darauf an, wie viele Leute sitzen drin oder wie viel Tank. Also normalerweise ist es logisch, Tank so leer wie möglich, keine Reserve, weil es Autos gibt, die bei der Reserve die Leistung zurücknehmen. Klar, der Fahrer sollte so leicht wie möglich sein, also am besten müsstest es ja du messen. Aber das Ding ist, ich bin mehr so die Saugmotoren gewohnt und gerade bei dem das Auto hat extrem Drehmoment, ja. Und beim C63 ist so, wir messen ja mit DSC oft und Alisa kann echt gut fahren, aber das Risiko ist zu hoch bei Autos mit der Leistung, dass einfach irgendwas passiert und deswegen messe erstmal ich, bis Lisa da so ein bisschen eine Expertise hat, ja, um mit den Autos richtig umzugehen, ja, weil's, weil wenn ja, der Arsch einmal kommt, dann musst du halt auch fangen. Geht relativ schnell, ja. Aber ich habe ja zum Glück ein BMW Drifttraining geschenkt bekommen, vielleicht kann ich da ja schon mal ein bisschen was üben. Was noch wichtig ist beim Messen natürlich, dass man nicht bergrunter und nicht berghoch misst. Leichtes Gefälle und leichte Ansteigung gleicht dann die Box aus, die misst den Höhenunterschied und danach gibt es eine andere App, in der man diese Zeit korrigieren kann. Das werden wir natürlich auch noch machen. Und es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie viel Sauerstoffgehalt gerade in der Luft liegt, ob es warm draußen ist, kühler. Ja, das ist dann halt abhängig von der Leistung des Motors. Ne? Also natürlich, je mehr Leistung, desto besser die Zeit. Ja, C63 ist ja so ein hart umstrittenes Thema. Es gibt ja viele Tuner, die fahren da mit einer Stage 1 schon, keine Ahnung, 700 paar zerquetschte. Andere machen nur eine neue Zeit. Ich halte mich eigentlich aus den ganzen Zeitengezeuge da raus, weil ich es eigentlich für mich schwachsinnig finde, Zeiten zu messen, beziehungsweise eine Zeit von dem Auto mit einem anderen Auto zu vergleichen, weil die Ausstattungsvarianten unterschiedlich sind, die Reifen oder die Felgen unterschiedlich groß und man dann, ja, auch eben Leute und Kunden hatte ich natürlich auch schon, die gesagt haben, mit der Tuner sagt jetzt, das Auto muss dann auch so und so schnell fahren. Also erstens mal manchmal völlig an den Haaren herbeigezogen, meiner Meinung nach. Und das zweite ist, dass ich mein Auto nicht schneller mache, um danach die und die Zeit zu fahren. Und das muss er dann haben. Dann gibt es ja auch Leute, die fahren schwachsinnige Zeiten, weil sie einfach bescheißen. Und andere beharren dann darauf, dass sie bei einem anderen Tuner die Zeit fahren müssen. Also völliger Müll eigentlich. Weil es meiner Meinung nach danach geht, dass das Auto einfach performen soll, sauber funktioniert und ja, nicht dafür da ist, irgendeine scheiß Zeit einzuhalten. Ja. Aber wir müssen jetzt trotzdem Zeit. Ja, genau. Um einfach dann zu vergleichen, wie aber, ist es jetzt und wie es danach. Ja, genau. Wir messen ja nicht die Zeit bei dem Auto, um sie dann mit einem anderen C63 zu vergleichen, was ich auch gar nicht machen würde, egal ob der jetzt gut oder schlecht ist. Sondern wir messen jetzt fürs Auto selber, weil wir ihn ja umbauen und danach mal gucken, wie schnell ist er jetzt nach dem Umbau. Ne? Also darum ging es uns und nicht, um irgendwas zu vergleichen. So, jetzt aber nicht lang schnacken. Ich würde sagen, noch ein bisschen warm fahren. Wir sind jetzt auf einer langen Geraden gleich und dann. Dann geht's ab. Ja. Fertig? Räder drauf von Asphalt Dreams und die Reifen auf den Felgen waren echt schlimm und ich wollte da, ja, dass René sich nicht gleich irgendwo im Baum wickelt, deswegen hat man das Drehmoment bei den Autos ein bisschen zurückgenommen. Normalerweise geht da locker 100 Newtonmeter mehr, was die Originallader schaffen, oder sagen wir 80. Ja, deswegen dafür ein bisschen eine höhere PS-Leistung, man kann das ja in der Software alles ja, selber konfigurieren, je nachdem wie hoch dann der Füllungsgrad in den Zylindern ist. Danach errechne ich Leistung und Drehmomente. Ja, hat man ja eigentlich ziemlich gut im Griff bei den neuen Autos. Wir haben jetzt einen sogenannten Pull gemacht, 100-200, ungefähr aus 85 bis 90 km/h raus. Ihr
jetzt habe ich den 5 Kilometer knapp kalt gefahren, weil ich möchte, dass die Voraussetzungen bei der zweiten Messung im Grunde dieselben sind wie bei der ersten. Das heißt, das Ladeluftsystem sollte nicht heiß sein. Ja, weswegen wir jetzt einfach mal ein paar Kilometer noch gefahren sind, und ich möchte auch einfach, ja, dass Motor und Getriebe jetzt nicht zu arg gefordert werden, weil es ja schon immer ziemlicher Druck ist, der da auf den Sachen lastet. Dann starten wir gleich in die zweite Messung. Wir messen auch immer auf der Strecke, der wir gemessen haben, messen wir einmal hin und einmal zurück, um wirklich denselben Vergleich zu haben. Ich bin jetzt bei 80 km/h und würde ich sagen, geht's los. Der drehfreudige Motor. Man merkt, wenn man früher, also ich schalte manuell eigentlich bei der Messung, wenn ich früher Hebel ziehe, dann ja, merkt man, wie soll ich das jetzt sagen, das Drehmoment liegt eher wieder an, als wenn ich ihn viel zu weit drehen lasse, weil er dann schon wieder, ja, zu weit oben ist, und die V8 Biturbos bei den AMGs produzieren viel mehr Drehmoment in unterer Drehzahl. Deswegen lasse ich ihn oben raus gar nicht so weit drehen. Man sieht es auch jetzt an der Zeit. Ist jetzt zwar nur 400, aber ist schneller. Man könnte jetzt auch noch im S-Mode messen oder so. Das heißt, wir lassen das Getriebe selber schalten. Wird aber trotzdem jetzt eine Sekunde schneller werden. Also wir sind jetzt um die 7 Sekunden. Wir werden die Zeit jetzt gleich nochmal korrigieren in einer anderen App. Und dann, ja, ziehen wir aus beiden korrigierten Zeiten quasi den Mittelwert, und den nehmen wir als Anhaltspunkt für den Start unseres Umbaus. Dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon mit unserem Video. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zum Auto habt, bevor er jetzt dann umgebaut wird, dann haut es nochmal raus, wieder fleißig Daumen nach oben, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!